So Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play WoW Shadowlands. Wir sind weiterhin in 9.2 angekommen und werden jetzt endlich, da die Woche angebrochen ist, den neuen Queststrang machen. Uta ist schon da, mal sehen, was er zu sagen hat. Nein, das Risiko ist zu groß, Uta. Wir werden nicht noch Wie lange werdet ihr bleiben? Dafür sorge ich. Ja gut, da bin ich mal gespannt, was er zu erzählen hat. Ich habe wichtige Neuigkeiten, die uns Aufschluss über die Methoden des Kerkermeisters geben sollten. Glaube und Erkenntnis können uns zu wahrer Gerechtigkeit führen. Wir haben viel zu besprechen, Held. Okay, dann erzählt mir mal hier. Ah, das ist mit Sylvanas, ne? Das mit Sylvanas. Yo, Leute, Seele ist zersplittert. Was gibt denn das? Das ist schon eine bekannte Sache. Das ist eine bekannte Sache. Die kennen wir. Die könnt ihr auch bei Blizzard angucken. Die gibt es schon seit langer Zeit. Und ich habe sie mir natürlich auch schon angeguckt. Kurzes TLDA. Die Seele von Sylvanas ist am Ende des Raids, also vom letzten Raid, in ihr wieder reingekommen. Und sie ist in einem Koma gewesen, weil sie nicht mit ihrer Seele klarkam. Uta kam rein, hat ihr geholfen und letztendlich ist sie dann wieder aufgewacht. So, die ganz kurze Fassung. Okay, Sylvanas Erfahrung könnte ein immanenter Teil von Anduins Schicksal sein. Wir tragen noch das Schicksal von Sylvanas ist nicht gerade von oberster Priorität für mich. Der Kerkermeister hat die Harmoniekanäle zerstört, damit wir ihm nicht folgen. Vielleicht besitzen die wissenshungrigen erleuchteten Mittler einige Informationen über diese Kanäle, die uns helfen. Doch die Hilfe der Mittler hat oft mehr als einen Haken. Tut, was immer sie verlangen. Wir müssen einfach mehr erfahren. Ohne die Erleuchteten können wir den Kerkermeister nicht besiegen. Jo. So stimme ich dazu. Ja, wir brauchen eure Hilfe. Erzähl mal was. Eure Einmischung ist mehr Fluch als Segen. Also, sie wollen uns nicht helfen, okay? Wir brauchen eure Hilfe. Bittet nicht um Gefallen, die ihr nicht aufwiegen könnt. Ja, ich helfe euch, wenn ihr mir helft. Älteste Ava, wir stehen in eurer Schuld. Was schlagt ihr vor? Eine Pilgerreise scheint mir vonnöten. Okay. Pilgerreise, dann wollen wir mal. Zereth Mortis birgt alle Antworten, die ihr sucht, wenn ihr wisst, wo ihr suchen müsst. Die anderen Ältesten folgen einer strikten Interpretation, wie das Werk der Ersten zu ehren ist. Ich bin nicht so unflexibel. Letztendlich wollen wir doch alle dasselbe. Kehren wir dorthin zurück, wo ihr den Kerkermeister zuletzt gesehen habt. Ich gehe voraus. Stoßt vor Provis Esper zu mir. Okay, dann gehen wir mal dahin, wo wir ihn zuletzt gesehen haben. Und soviel ich das weiß, war ja er irgendwo hier in der Nähe. Warte mal. Dann können wir, wir können uns das ja um einiges einfacher machen, anstatt jetzt dahin zu reiten. Wir können nämlich dahin fliegen. Und wie mir gerade aufgefallen ist, gibt es auch scheinbar noch eine Nebenquest. Verlorene Hold. Huld, denke ich mal. Nicht Hold, Huld. Die werden wir dann als nächstes machen. Ich glaube, soviel ich weiß, hatten wir ja schon zwei Nebenquests abgeschlossen. Ich meine, wir können das uns eben mal kurz anschauen. Jo. Ja, tatsächlich. Ja. Das heißt, es wäre der letzte Nebenstrang, den wir erledigen müssen, damit wir auch hier wirklich alle Nebenquests soweit abgeschlossen haben. Ich habe ja gesagt, dass wir hier wirklich so ziemlich alles abquesten werden, was es zum Abquesten gibt. Und daran halte ich mich auch. Dementsprechend, ja. Werden wir uns das danach angucken. Ich werde erstmal wahrscheinlich den Hauptplot erstmal hier zu Ende bringen. Also das hier erstmal machen und dann kehren wir hier anschließend wieder zurück und machen dann den Teil weiter. Ich denke mal nicht, dass es allzu lange dauern sollte. Für die letzten haben wir, glaube ich, 20 Minuten oder so gebraucht. Also so lange gehen die nicht. Na, sehen, was hier so zu erzählen hat. Die Schmiede. Beeindruckend, nicht wahr? Okay. Dort unten wimmelt es nur so von Verschlingern. Aber ihr schafft das, nicht wahr? Okay, die Überreste der Ersten. Einige Überreste der von den Schlundgebundenen verursachten Zerstörung finden sich vielleicht noch im Provis Esper. Diese Überreste liefern uns gewiss einen Hinweis, wie sich dieser Kerkermeister verfolgen lässt. Gehen wir gemeinsam auf diese Jagd. Ich erkenne die Magie der Ersten, wenn wir uns in ihrer Nähe befinden. Verschlinger haben Provis Esper überrannt und schwirren überall herum wie hungrige Vespiden. Sie zerstören dort alle Autamas, was ganz und gar nicht im Sinne der Ersten ist. Es wird Zeit für eine Läuterung. Einige von ihnen zu unserer Sicherheit und zum Schutz der natürlichen Ordnung. Ich werde hier sein, wenn ihr mich braucht. Ja, gut. Ich glaube, hier war ich schon mal.
Also ihr habt das wahrscheinlich nicht gesehen, aber hier war ich persönlich schon mal und habe ein bisschen was an Nebenquests, glaube ich, machen müssen. Glaube ich. Aber ja, es gibt ja jetzt mittlerweile, jetzt wo dieses Gebiet ein paar Wochen alt ist, gibt es ja schon mittlerweile ein paar erste, ja, wie soll man sagen, Fazite, Feedbacks bezüglich dieses Gebiet. Und grundsätzlich wird halt, ist die Stimmung recht positiv. Hatte ich jedenfalls das Gefühl, dass das Gebiet ja doch positiv aufgenommen wurde. Und sozusagen der richtige Schritt in die richtige Richtung ist. Das Einzige, was halt den Leuten absolut gar nicht gefallen hat, ist, dass es trotzdem nicht allzu viel zu tun gibt. Also du machst ja hier ein bisschen was und das war's auch schon. Also klar, ich glaube, ich habe mal in einem Interview von Blizzard gelesen, dass das auch genauso beabsichtigt war. Dass sie so ein bisschen... Das sieht wichtig aus. In dem Sinne, das Gestalten, das Gebiet, dass es nur noch so ist, dass man hier nicht allzu viel Zeit hinein investieren muss, also dass man nicht super viel grinden muss, sondern dass man einfach so reingeht, seine Sache erledigt und fertig. Ja, gibt einige Leute, die fanden das gut, dass das hier nicht so zeitintensiv ist, gibt einige Leute, die finden das gar nicht gut. Also es, man merkt es schon, wenn man eins an dieser Sache raushören kann, dann dass man nie eine so große Spielerschaft, wie soll man sagen, man kriegt sie einfach nicht alle befriedigt, ne? Es ist halt, jeder hat so andere Vorstellungen von der ganzen Geschichte, einer will so, einer will so und ja, und man kann sich in gewisser Maßen nur für ein oder zwei Dinge entscheiden und man kann halt nicht beides fahren, also man kann ja schlecht irgendwie Sachen machen, ja, wobei, sie hätten es schon irgendwie machen können, aber das hätte sehr, sehr viele Ressourcen wieder geschluckt, gehe ich mal stark von aus, wenn sie so versucht hätten, beide Lager zu bedienen, aber... Man muss nehmen, was man kriegen kann, finde ich. Und letzten Endes, ja, also so scheiße ist es jetzt nicht gewesen, muss ich einfach mal sagen. Also bis jetzt bin ich sehr positiv von dem Gebiet überrascht. Es macht Spaß, auch wenn Leute, wie gesagt, immer abgefuckt sind, dass sie hier nach den Schätzen so krass suchen müssen, also so hart klettern müssen. Finde ich das wenigstens immerhin noch einen interessanteren Aspekt, so diesen Parcours-Aspekt. Dass man hier nichts irgendwie geschenkt bekommt, sondern dass man sich das alles selber irgendwie hart erarbeiten muss. Klingt jetzt so richtig krass, aber letzten Endes ist es ja wirklich nur Klettern und das war's. Ja, ist ja auch logisch, aber ich weiß nicht. Ich finde das eigentlich, soweit es geht, okay. Klar, ich habe auch natürlich von Leuten gehört, dass sie das Gebiet nicht so wirklich flasht und so. Und ja, klar, wenn man, es ist halt dasselbe in Schwarz sozusagen, ne? Ein bisschen mehr zu tun, klar, ein bisschen abwechslungsreicher und wenigstens nicht so, ja, wie soll man sagen, nicht so, man muss es nicht unbedingt gemacht haben, man kann es auch komplett ignorieren und sich auf Raids und PvP und ja, dann Dungeons konzentrieren, das ist natürlich auch wahr. Ja, deswegen kann ich auch natürlich bei vielen verstehen, die sagen, ja, das reizt mich nicht, flasht mich nicht, ist auch richtig, Dort oben. Was ist das denn hier? Dieser Ornit hat etwas in seinem Schnabel. Den holen wir uns. Sprecht nur. Zack. Easy. Ja, dafür hat er mir einen in die Fresse gegeben, aber das macht ja nichts. Dafür haben wir ja, was wir brauchen. Dann brauchen wir noch ein bisschen was von den großen Viechern und dann ich glaube, da brauchen ist wir etwas die kleinen Viecher. Ah, was in den Trümmern. Ja, perfekt. Dann sind wir ja schon mal hier richtig gewesen. Aber ja, so ist sozusagen momentan die aktuelle Landschaft in diesem Bereich. Also viel wird sich wahrscheinlich auch durch den Raid entscheiden, weil das ist ja immer so das Herzstück eines jeden neuen Patches. Außer halt, ja okay gut, außer es gibt vielleicht mal ab und zu mal eine neue Dungeon, dann ist das auch mit eines der Herzstücke, die man da so ein bisschen erleben kann. Aber da es ja in den Abschlusspatch keine neue Dungeon gab. Was ich sehr schade finde, um ehrlich zu sein, weil... Grundsätzlich hatten wir nicht allzu viele Dungeons. Wenn man das zum Beispiel wieder mit BFA vergleicht, hatte BFA deutlich mehr Dungeons. Allgemein, selbst wenn man jetzt die Mega-Dungeon Mechagon bezeichnet. Ich meine, das ist ja nichts anderes als das, was wir hier mit Tazavesh haben. Ist ja auch eine Mega-Dungeon. Also, es ist halt alles sehr, sehr low-budget-mäßig. Ich bin wirklich, wirklich, wie gesagt, gespannt, wie sie das Ganze jetzt machen wollen, wenn sie, ja, in den nächsten Add-on rübergehen. Weil ich denke mal schon, dass wir bestimmt demnächst irgendwann mal zu hören bekommen, wohin es jetzt mal endlich geht. Jetzt, wo es sich wirklich dem Ende naht und jetzt, wo auch der Raid da ist, werden wir auch bald erfahren, welche neue Bedrohung auf uns wartet, weil ich denke mal schon, dass wir anhand des Endbosses und dann des End-Cinematics des Bosses, ne, es ist ja immer so, dass am Ende dieses Endbosses, des allerletzten Bosses, wir halt so ein bisschen erfahren, wie es in der Story dann weitergeht. Man weiß es ja, also wir haben es ja im WoD
gesehen, wie es ungefähr weiterging. Wir haben dann in Legion gesehen, wie es ungefähr weitergehen wird. Und wir haben dann natürlich auch gesehen, wie es in BFA ungefähr weitergeht. Also es ist sehr, sehr spannend. Also das heißt, wir müssen noch eigentlich eine Woche warten und dann ist es soweit. Da bin ich echt gespannt, was sie da uns herzaubern wollen. Seid gegrüßt. So, haben wir alle Überreste gefunden? Natürlich, leider nur inaktive Überreste, aber verliert nicht gleich die Hoffnung, mein Guter. Weiterer Verschlinger werden kommen, aber für den Moment habt ihr diese Sorge etwas gelindert. Die Huld des Pilgers ist eine heilige Stätte für die Erleuchteten. Die Ältesten dort wissen sehr viel über die Schöpfung der Ersten. Dort finden wir auch einige Antworten zu diesen merkwürdigen Überresten, die wir gefunden haben. Wir treffen uns bei der Huld des Pilgers. Es ist gar nicht weit von hier. Ach! Ja, das ist ja da, wo ich ja herkam. Ja, dann treffen wir uns da. Kann sein, dass es also dementsprechend auch die Quest... Wobei, es ist ja auch so, verlorene Huld. Könnte sein, dass wir die erst abschließen müssen. Ich bezweifle es doch sehr stark, weil es doch sehr nach einer Nebenquest aussieht, aber... Also es ergibt Sinn, warum wir diese Quest jetzt auf einmal hier haben. So, willkommen bei der Huld des Pilgers. Seht nur, Arioche, die Überreste leuchten schwach. Sie müssen auf irgendetwas in der Huld des Pilgers reagieren. Findet heraus, was genau diese Reaktion verursacht. Bringt die Fragmente dorthin, wo sie am hellsten leuchten. Also, ja, okay. Jetzt wird es ein bisschen kalt. Oh, jetzt gibt es sogar mehr Sachen hier. Es werde Licht, haben wir auch. Okay, also wir haben wieder mal ein bisschen was zu tun. Ja, wir geben. Ja, das ist schon mal gut. Es wird immerhin wärmer. Ne? Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, wohin es geht. Yo, ich habe sowas von die Idee, wohin es geht. Es geht mit dem Signal. Mit dem Signal, wir müssen nach oben. Ja, war logisch. War logisch. Da sind wir ja schon. Ah, die Fragmente reagieren auf den Translokator. Vielleicht funktioniert das Gerät jetzt. Es funktioniert nicht. Okay, es funktioniert doch nicht. Dachte, es wird easy, aber... Nichts ist je einfach. Dann holt die Fragmente zurück. Ja? Die Überreste und der Translokator sind also auf irgendwelche Art verbunden. Aber wie? Welche Funktion sie auch früher hatten. Jetzt sind sie vollkommen inaktiv. Wenn sich die Überreste wieder herstellen lassen, dann sollte jemand in der Huld des Pilgers wissen, wie das geht. Fangt bei den ältesten Neraf an. Ich hoffe, er ist gewillt, euch zu helfen. Er wirkt heute etwas besorgt und abgelenkt. Wenn ihr fertig seid, findet ihr mich in der Stadt. Viel Glück bei euren Unternehmungen. Okay. Dann gehen wir mal und reden mal mit dem Guten. Mal sehen, ob er uns da irgendwie weiterhelfen kann. Er muss uns ja natürlich weiterhelfen. Wir müssen ja auch irgendwie in der Story vorankommen. ja. Schauen wir das mal an. Was hast du zu erzählen? Ich brauche deine Hilfe. Ich muss diese Überreste wiederherstellen. Entschuldigt, ich war abgelenkt. Das war's? Ich war abgelenkt und ja, ich habe dann keinen Bock, dir zu helfen. Ja, okay, gut, dann frage ich jemand anderes, der mehr Bock hat, mir zu helfen. So, wie sieht's mit dir aus, Faru? Sollen wir uns unterhalten? Ah, ich glaube, ihr habt da Teile eines Translokatorschlüssels. Zumindest haben wir sie so genannt. Wir vermuten, dass sie die Energie zwischen dem Schöpfungskatalysator und der Schmiede bündeln. Ein faszinierendes Artefakt. Aber in diesem Zustand ist es für die Schmiede nutzlos. Okay, also das heißt, wir können ja in der Zwischenzeit gar nichts damit machen, okay? Wollen wir? Was ist? Ich muss diese Überreste wiederherstellen. Steros hat von allen die meiste Erfahrung mit diesen Dingen. Er glaubte, der Schöpfungskatalysator könnte alles wiederherstellen. Glaubt, sollte ich sagen. Nicht glaubte. Ich hoffe, er weilt noch immer unter uns. Ah, gut zu wissen, wenn man nicht mal weiß, ob seine eigenen Kameraden noch leben oder nicht. Okay, cool. Was ist das noch für eine Nebenquest hier? Ein Sterblicher... Okay, nee, das machen wir später. Das machen wir später. Ja, Ferus ist unsere beste Chance und er ist mit den anderen Pilgern zusammen verschwunden. Wir sollten uns beeilen. Latif,
Jetzt verstehe ich, warum der älteste Nerav so besorgt ist. Viele der Pilger, die zu dem Katalysatorstation aufgebrochen waren, sind noch nicht zurückgekehrt. Unter ihnen auch Pheros, der wahrscheinlich über die Informationen verfügt, die wir für die Wiederherstellung der Überreste benötigen. Bereitet euch vor. Am Katalysator wimmelt es nur so von den jüngsten Schöpfungen der Ersten. Wenn es dort ein Problem gibt, könnte es sehr gefährlich werden. Ja, dann wollen wir mal. Wo ist denn das? Ah, nein, doch nicht, hä? Leute? Da hinten, okay. Ah, da war ich auch schon mal. Okay, da werden wir gleich mal ein bisschen was sehen, was mich auch so ein bisschen perplex gelassen hat. Weil, um ehrlich zu sein, habe ich nicht damit gerechnet, dass wir wieder so solche gewisse Plotstränge wieder aufgreifen werden. Also jetzt ist jetzt nichts überragend Krasses. Aber wir haben da ein Unkrautproblem, um es nochmal, um es sehr, sehr nett zu erklären. Und wenn man sich so ein bisschen das Unkrautproblem anguckt, erinnert das doch sehr stark an etwas, was wir schon im WoD gesehen haben. Da gab es ja auch so ein kleines Gebiet, was durchaus seine Probleme mit irgendwie gewissen magischen Unkraut hatte, die sich irgendwie in einen Typen oder in Menschen bewirtet und sie ein bisschen infiziert und dann ja komplett lost sind diese Leute, die damit infiziert sind. Das sieht man hier nämlich auch so ganz grob. Ganz grob wird das hier auch nicht angedeutet, aber man sieht es doch sehr stark hier. Wo genau. Solche Ranken ist nur ist noch das Netteste. Gefunden. Ihr müsst den anderen helfen. Sie sind dort gefangen. Ja, okay, dann machen wir das doch. Pheros hat mir erklärt, was mit den vermissten Pilgern geschehen ist. Sie sind in den Katalysatorstationen gefangen. Die Katalysatorstationen waren früher so friedlich. Seit einer halben Ewigkeit kommen die Pilger hierher, um die Wunder der Ersten zu bestaunen. Aber hier ist es nicht länger sicher. Grund und gnadenlos hat der Kultivator einige unserer Brüder getötet. Wir müssen ihn vernichten. Die anderen Ältesten würden mir wahrscheinlich widersprechen. Die anderen Ältesten liegen falsch. Okay. Die Wurzel des Problems. Ich vermute, wir können die Wachstumsenergie in diesen Pflanzen für unsere Zwecke nutzen. Aber ich brauche ein paar frische Proben. Ihr könnt das energiegeladene Pflanzenmaterial von den Peitschern sowie von den Ranken überwucherten Autamas in der Nähe sammeln. Oder auch von denen in der Katalysatorstation. Okay. Und Rankensperle. Ich bin getarnt durch das dünne Dornengestrüpp mit den Peitschern dicht auf meinen Fersen. Meine Pilgerbrüder hatten nicht so viel Glück. Während meiner Flucht konnte ich ihre Frucht furchtbaren Schmerzensschreie hören. Ihr müsst einen Weg hineinfinden. Rettet sie. Ranken versperren den Eingang zu den Katalysatorstationen. Findet einen Weg hinein. Kommt danach zu uns in die Gärten. Okay, gut. Dann fangen wir doch mal an. Ja. Wie ich ja schon erwähnt hatte, man sieht es doch sehr stark. Es erinnert doch sehr an etwas, was wir ja schon mal irgendwo gesehen hatten. Ein bisschen an WoD hat mich das direkt erinnert, als wir hier das erste Mal waren, weil wir für eine Daily Quest mal hierher mussten. Und das hat mich doch sehr, sehr stark daran erinnert. Genau, hier müssen wir das alles erstmal wegmachen.